Urlaub daheim wird Ihnen präsentiert vom Tourismusverband Ostbayern. Lina und Vinzenz sind schon ganz fleißig am Forschen. Die beiden kommen hier mit der Schule gerne her, um Mineralien wortwörtlich genauer unter die Lupe, in dem Fall unter das Mikroskop zu nehmen. Hier im Pleisteiner Stadtmuseum ist die historische Mineraliensammlung des Pleisteiner Bürgers Ferdinand Lehner ausgestellt, die er vor etwa 100 Jahren in Pleistein und Umgebung fand. Manche Mineralien wurden einzigartig auf der Welt nur hier entdeckt. Für einen Urlaub daheim kann es also heimatnah auf Mineralienforscherreise gehen. Dabei können Besucher unter anderem bei einem 12-minütigen Film mit historischen Bildern über Hagendorf in die Vergangenheit eintauchen. Hagendorf war Feldspat vorkommen und das ist abgebaut worden. Und Feldspat braucht man, der ist klein gemahlen worden natürlich und dann erhitzt und dann verflüssigt. Und das hat man gebraucht zum Überzug an Waschbecken, also an allen Porzellangegenständen. Und in den Randzonen vom Quarz zum Feldspat, da wurden diese seltenen Minerale gefunden. Die Grube in Hagendorf war deshalb weltberühmt für ihre außergewöhnlichen Mineralienfunde. Beim Mikroskop an der kleinen Forscherstation im Museum können Besucher diese Mineralien nicht nur untersuchen, sondern sogar ein Vergrößerungsfoto als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Die Pleisteiner Natur bietet aber nicht nur Geschichte, sondern auch Möglichkeiten, um sich eine Runde zu bewegen. Der erst vor kurzem als Premiumweg zertifizierte Glasschleiferer Weg ist eine der wohl renommiertesten Wander- und Radlwege. Pleistein ist im Zentrum des Radwegenetzes von vielen Radwanderstrecken. Zum Beispiel der Bockel, dann haben wir den Pan-Europa-Radwanderweg, natürlich den Louis-Lehrau-Tal-Zeugl-Radtour und vieles mehr tangiert oder ist mitten im Pleistein zu erreichen oder drauf zu gehen. Am besten hier am Zimmerplatz beim Friedhof gelegen, in der Nähe unseres Wohnmobilstellplatzes, wo auch die öffentliche Toilette ist, wo die Radfahrer einen kleinen Service machen können. Nicht nur für sich selbst, sondern natürlich auch für die Fahrräder auftanken und ihren Reparaturservice. Bei der Radeltour kann am Fahrenberg über ganz Pleistein und die umliegenden Gemeinden bis hin nach Tschechien geschaut werden. Ein idyllischer Blick, der laut Bürgermeister Rewitzer am frühen Morgen besonders toll ist. Mehr Action gibt's hier in Pleistein. Im neuen Bikepark ist die neue Vereinssparte Freerider zu Hause. Hier sollen sich alle, die Lust auf Action mit dem Rad haben, ausleben können. Sehr gerne wird dieser neue Platz von Besuchern ausprobiert und getestet. Das Radl schnappen und aufsatteln. Für eine Runde neues Wissen aus der lokalen Mineralienkultur sichtbar im Museum bis hin zur Erholung auf dem Radl und Wanderwegen in Pleistein. Urlaub daheim wurde Ihnen präsentiert vom Tourismusverband Ostbayern.